In den sowieso schon ordentlichen Trubel rund um Yakari mischt sich nun wie angekündigt auch Jigsaw ein und disst Yakari, belässt es aber nicht dabei und bringt neben Erwähnungen von Kollega und Farid Bang auch Lines gegen Yakari-Labelboss PA Sports und Yakari-Kollegen Ego. Von diesem gibt's dann wiederum die direkte musikalische Antwort. Wir gehen rein. Was genau da los ist zwischen Yakari auf der einen und Jigsaw auf der anderen Seite, ist nicht so ganz klar. Beide hatten vor wenigen Monaten unabhängig voneinander gegen 18 Karat gefeuert und da hätte man zumindest erstmal denken können, vielleicht gibt's da so eine gemeinsame Feind-Freundschaft oder so, aber das stellte sich schnell als Trugschluss heraus. Denn zum einen hatte sich Jigsaw ja schon auf dem Song Dubai lebt mit Capital Bra auf die Seite von Capi gestellt und gegen Angie gefeuert und Yakari wiederum hatte zu dieser Zeit ordentlich gegen Capi gefeuert. Und zum anderen gab es vor einigen Wochen eine Hörprobe von Yakari zu einem Song mit Dardan, worunter dann Jigsaw direkt kommentierte und Yakari vorwarf, einige Wochen vorher noch am Telefon über Dardan gelästert und diesen als V-Mann bezeichnet zu haben. Auch schrieb er, Yakari sei eine vollgekokste Dose und seine Zeit werde kommen. Bei dem jetzt hochgekochten Beef zwischen Yakari auf der einen und Raiz auf der anderen Seite hatte Jigsaw sich dann ebenfalls wieder gegen Yakari positioniert und unter einem Beitrag zu diesem Schellenvideo kommentiert, dass es in die zweite Runde gehen werde für Yakari. Bei Yakaris Beef mit Raiz und Co. war auf der Seite von Yakari immer der Rapper Ego und auch auf diesen scheint es Jigsaw jetzt abgesehen zu haben und aus alledem entwickelt sich jetzt eine ordentlich heiße Situation. Aber erstmal. Eiweißshakes, Booster, Proteinriegel, Proteinnudeln, Bullgainer, Sleep and Relax, Hagel, Colonia, Taschen und. Den guten Stuff gibt's bei Zack Plus. Und mit dem Code RAP10 gibt's auch noch 10% Rabatt. Letzte Nacht veröffentlichte Jigsaw nun 50 Bars und dies ist ein ordentlicher Rundumschlag. Zunächst einmal gibt's eine kleine, aber feine Line in Richtung Kollega. Wenn Jiggy rappt, fick alle. Mittlerweile Para, ich hab Big Stapel und in einem Jahr mehr als mein alter Labelchef Kollega. Bereits in vorherigen Tracks hatte Jigsaw immer mal wieder hier und da so ein bisschen durchscheinen lassen, dass zwischen ihm und Kollega jetzt nicht unbedingt alles super tippitoppi in Ordnung ist. Aber die Line ist ja jetzt auch wieder mal nicht so mega hart. Wer die wirklichen Ziele dieser 50 Bars werden sollen, stellt Jiggy dann klar, wenn er rappt, mir egal, wer dein Ghostwriter ist, erst wird Yakari gepickt und danach Ego die. Dann folgt so ein längerer Part-Abschnitt mit quasi Vorwürfen, von wegen du machst auf Fake Drogendealer. Es ist aber nicht so ganz klar, ob sich das nun eben auf Yakari oder auf Ego beziehen soll. Zumindest diese Zeile bietet dann etwas mehr Interpretationsspielraum. Ohne Geld, du bist nicht körperlich fit und mir nicht gewachsen, ob es rappen oder körperlich ist. Du meinst, ich hab Angst und über mich hat jeder gelacht. Lack, du siehst aus, als hätten Ramo und Liz ein Baby gemacht. Diese Line würde eher gegen Ego Sinn machen, da Ego in der letzten Zeit auch ordentlich eben gegen Ramo und Liz ausgeteilt hatte. Weiter scheint sich Jigsaw dann auch bereit zu machen auf mögliche Antworten und nimmt schon einmal einen möglichen Angriffspunkt gegen ihn vorweg. Und zwar diese geleakten Farid Bang Sprachnachrichten. Ihr könnt euch wehren höchstens mit Farid Audios, die ihr leakt. Farid Bang, er rief mich an, er wollte Frieden, ich verzieh. Doch hab keine Angst vor Beef, keine Angst vor Krieg, keine Angst vor Farid, keine vor Banger Musik. 2019, zur Hochzeit des Beefs zwischen Jigsaw und Samarita, als Jigsaw noch bei Kollega gesigned war, gelangten Sprachnachrichten von Farid Bang an Jigsaw, an die Öffentlichkeit, wo dieser ihn ordentlich beleidigte. Der Streit zwischen Jigsaw und Farid ist mittlerweile aber lange vorbei und die beiden gaben sich erst vor wenigen Monaten öffentlich quasi Respekt. Und auch aus dem Beef zwischen Jigsaw und Samarita scheint sich etwas ergeben zu haben. Aber dazu gleich. Erst einmal gibt's dann von Jigsaw diesmal eindeutige Lines gegen Yakari, wenn er dann zum Beispiel rappt, Yakari auf Flucht, hat Angst, dass Kurden ihn packen, denn wenn sie ihn kriegen, hat er doch wie eine Punika-Flasche. Es folgen dann auch Lines darüber, dass Yakari mit seiner Freundin am Natzen sei oder seine Mutter beklaut habe und dann, recht überraschend, wendet sich Jigsaw auch mit ein paar Bars an Yakaris Labelboss PA Sports. Zunächst einmal heißt es dann nämlich von Jigsaw, ich ruf Parham an und gebe Respekt. Ich frag, ist Yakari in deinem Camp, denn ich f*** ihn jetzt. Du bereicherst dich an seinem Rap, sind die Kameras aus. Ich f*** alle, mit denen er ist, heißt ich f*** dich auch. Und dann geht Jigsaw auf eine Line ein, welche PA Sports vor kurzem gerappt hatte. Denn von PA hieß es auf Flairgate, dem Diss-Track gegen Flair, heute wird der fette h*** gekillt in der Booth, lack, meine Frau bekommt mehr Likes auf ihre Bilder als du.
Jigsaw greift dann jetzt diese Line, die eh schon für einige Diskussionen im Internet sorgte, auf und rappt: Du sagst, deine Frau hat mehr Likes als Flair seine Bilder. Was eine Zeile, der gekickt hat: Ich hab auch geliked, ihr Spinner. Keine Sorge, ich schlag keine Schwachen. Deine ganze Körpermuskelmasse ist in meinem Nacken. Und damit endet dann das Video zu Jigsaws 50 Bars. Allerdings noch mit einem kleinen Spekulationsschmankerl. Denn die letzten Lines von Jigsaw gehen darum, dass er mäßig alle werde, wenn er wieder da sei. Also wohl, wenn er dann wieder nach Deutschland kommen dürfe. Und dann erscheint im Video plötzlich Samarita. Aber jetzt nicht im Sinne von wegen, dann werde Samarita sondern da wurde extra was mit Samarita zusammen aufgenommen. Videomäßig. Es scheint also so, als hätten sich die beiden ja ehemals guten Freunde, dann erbitterten Beefgegner, jetzt wieder zusammengefunden und würden nun also für Jigsaws Deutschland-Comeback irgendeinen gemeinsamen Plan verfolgen. Es bleibt spannend. Doch damit war es das noch nicht rund um die 50 Bars von Jigsaw. Denn obwohl das Ding ja erst letzte Nacht rauskam, gibt es bereits eine musikalische Antwort. Und zwar von Ego, gerepostet von Yakari. Man könnte also sagen, es ist vielleicht auch eine Art Reaktion von Yakari auf die Disses von Jigsaw. Denn noch in der Nacht, zeitgleich mit Jigsaws 50 Bars, erschien dann auch direkt die Antwort von dem von Jigsaw ja erwähnten Ego auf Instagram, welcher direkt zu Anfang dieser Bars dann klarstellt, 6 Stunden vor Release einen Leak von Jigsaws Bars gehört zu haben und dann eben seine Antwort geschrieben und aufgenommen zu haben. Innerhalb von 6 Stunden. Neben Vorwürfen, von wegen Jigsaw sei nur der Backup von Capital Bra oder sei neidisch auf Kollega, gibt's dann auch Dinger, die in so eine klassische Punchline-Battle-Rap-Richtung gehen. Wenn Ego dann beispielsweise rappt: Mich zu dissen ist eine Geisterfahrt im Gegenverkehr, dich zu f***en kein Problem, frag Leon Mascher. Ego spielt hier also auf dieses ja dann damals doch nicht stattgefundene Aufeinandertreffen zwischen Jigsaw und Leon Mascher in der Türkei an, wo die sich ja eigentlich zum Boxen treffen wollten, es aber nicht dazu kam. Auch gibt's von Ego Anspielungen auf dieses Macheten-Ding, weswegen Jigsaw dann ja auch erst auf Flucht und dann im Knast war, bevor er von Kollega rausgekauft worden war. Ego rappt: Du wolltest einen Penner mit einem Messer ermorden und bist dann 2 Jahre später selbst ein Penner geworden. Und als zweite Line bezüglich dieses Themas: Sag mir, warum du noch auf Jigsaw machst, du wurdest nach deinem ersten Stich gefasst. In einer Insta-Story danach haute Ego auch noch raus, dass er für diese Antwort eben nur ein paar Stunden Zeit gehabt habe. Das nächste Mal werde er sich mehrere Tage Zeit nehmen, also solle Jigsaw seinen Namen in Zukunft besser nicht mehr erwähnen. Es könnte also auch hier noch spannend werden. Bis dahin, haut da rein.